Hallo und herzlich willkommen wieder hier zu Room World. Wir machen weiter. Und zwar müssen wir uns auf einen Raid vorbereiten, der wahrscheinlich kommt, wollte ich gerade sagen. Wir sind relativ nah für einen Raid. Lesen wir mal wieder alles. Wenn es so ist wie bei diesem Automörser, dass er nicht trifft, wäre das ja nicht schlecht für uns. Vielleicht können wir so einfach es hat, ist zwar explodiert, hat aber keinen Schaden gemacht. Weil hier können wir nichts gegen tun. Müssen wir uns wieder hier drin festhalten, bis irgendwas kommt, was die erledigt. Oh, das hat natürlich getroffen. Das können sie anschießen. Die Tür hier ist zu. Und das macht nur lautes Kaboom. Macht keinen wirklichen Schaden, oder? Scheint so zu sein. Das ist gefährlich nah hier drin, nicht? Und die essen mal den ganzen Bäume. Naja. Hab kein Problem. Ich meine, diese Überlebensnahrung werden so eine Zeit lang am Leben erhalten. Irgendwann werden sie mich angreifen und dann kann ich sie einfach über. Was ist das? Napalm? Okay. Was haben wir hier? Shrapnel. Wisst ihr, was ich mich frage? Wenn die gehen, lassen sie doch bestimmt das hier stehen. Und ich habe das ja nicht gebaut. Das heißt, meine Challenge, dass ich ihn nur unter Höhlenwand, Höhlendecke bauen darf, wäre dadurch nicht beeinflusst. Weil ich war das ja nicht. Die bekommen Nachschub. Oh. Ja, gut. Warten wir halt, bis irgendwas kommt, was sie erledigt. Irgendein Trader oder irgendein. Wahrscheinlich kommen wir auch bald wieder Maschinen, die mich angreifen wollen. Irgendwas. Und wisst ihr was? Zur Not aktiviere ich das hier. Und dann sind sie auf jeden Fall tot. Wir werden damit wahrscheinlich auch sterben, wenn ich das hier lostrete. Könnte ich mir gut vorstellen, dass wir da auch mit drauf gehen, aber. Oh, die Wilden klauen den. Essen. Das ist gut für uns. Lass den ruhig mehr Essen klauen. Kannst du aufhören, auf den Berg zu gehen? Der Berg hätte ich lieber nicht angegriffen. Ich muss noch an meiner Killbox. Wir schlafen alle. Und sie sind wach. Sie zerschlagen sich gegenseitig, weil sie keine Betten haben. Oh, sie werden sich gegenseitig killen. Und es ist kein Essen. Ah, okay, sie liefern neues Essen nach, aber trotzdem. Sie werden mich belagern, aber irgendwann müssen sie gehen. Sie können hier nicht für immer bleiben. Wie wurde das hier zerstört? Wie wurde das hier zerstört? Die hätten hier nicht treffen dürfen. Oh, Feuer, da Feuer. Nehmen die Wand an? Jetzt, wo sie schlafen, wäre das die Möglichkeit, das loszutreten. Aber nur die Möglichkeit, ich mach's mal lieber nicht.
Wenn wir gefährlich werden. Wildermann. Die Wilden gefallen mir gerade sogar, weil sie deren Überlebensnahrung klauen. Hochzeit im Berg. Ja. Wenn das hier fertig ist, habe ich auch eine gute Nahrungsquelle. Wie lange bist du eigentlich noch? 2 Tage. 2 Tage. Ich brauche Bergarbeiter. Konsumiert mehr Menschenfleisch. Kann ich nicht. Blutsaugermeister. Jawohl. Schau das hier mal ab, das stört mich. Kommt da. So. Abbauen. Abbauen, abbauen. Die, du sperrst dich doch da gerade wieder ein, kann das sein? Die kriegen immer Munition nachgeliefert. Aber den kann es doch bedürfnismäßig nicht gut gehen, oder? Ja, die niedrigen Erwartungen gleichen das alles aus. Aber trotzdem. Irgendwann. Irgendwann kommt was, was euch entweder killt oder ihr müsst gehen. Und das wird euer Ende sein. Wir im Berg werden weiter überleben. Wir sind hier sicher. Der hat keiner getroffen, außer der hier aus irgendeinem Grund. Wo ich immer noch nicht sicher bin. Und wenn sie halt die Wände treffen, das ist auch schlecht. Ihr könntet ihr eigentlich gerne treffen. Hiermit hätte ich kein Problem. Ja, wir müssen wohl. Vielleicht gebt ihr uns auch noch einen guten Bergarbeiter, wenn ihr geht. Oder bevor ihr geht. Frag mich, ob, wenn sie schlafen, ich mich hier mit. Hier ran. Was? Oh, sie haben es getan. Oh, sie haben es getan. War nur eine Frage der Zeit. Sie haben die Insekten beschworen. Oh nein. Oh, ihr seid so tot. Und jetzt gehen die auf mich, oder? Oder sie fressen sich hier durch den Berg. Das war halt entweder mit mir oder ohne mich. Und sie haben sich gegen uns entschieden. Mutual Destruction. Ich wusste, dass das hier zu keinem guten Ende führt. Und jetzt werden die königlichen Tributantreiber auch angegriffen. Und gekillt. Wenn ich ein Radio hätte, könnte ich vielleicht. Produktion. Strun Factory. Ich muss hier schauen. Hier, wir können eine Funkanlage bauen. Das ist bei Diverses? Ja. Wir brauchen die und müssen damit ein paar Leute beleidigen, die uns angreifen. Wir müssen Gegner herbeirufen und unendliche Wellen auf diese Insekten draufwerfen.
Sonst bauen sie sich hier langsam durch den Berg durch. Jedenfalls machen sie das doch normalerweise. Oh, der Biber. Ja, der Biber bin ich angegriffen. Bisher funktionieren sie eher als ein riesiges Schutzschild. Ich habe sie noch nicht aktiv durchgraben gesehen. Wandert umher. Was machst du? Weil eure Ernährung noch hoch ist, nicht? Wenn die runtergeht, fangen die, glaube ich, an, hier dran rumzukauen. Bin mir aber nicht sicher. Vielleicht müssen sie auch. Und mit einer Funkanlage könnte ich natürlich auch. Ah, ich kann keinen Handel betreiben. Ich könnte Sachen verkaufen. Und hier. Gefährlich. Aber sie sind nicht rot, sie sind neutral. Titanic Hive. Ja, okay. Sind vielleicht doch. Gefährlich. Körper, was hast du denn? Schusspistole, okay, du blutest aus. Ich meine, hier ist ein bisschen Ernährung. Ich weiß nicht, ob sie Reis essen. Okay, hier liegen auch Leichen rum. Mit deren Ding können sie sich wahrscheinlich auch ernähren. Nein. Genau das wollte ich eigentlich nicht. Hier hin. Müsst ihr das tun? Ich habe euch nicht angegriffen. Geh hier hin. Du geh nach hinten. Ja. Das hier könnte explodieren. Gehen wir mal ein Stück davon weg. Ja. Aber wir haben hier immer noch niedrige Temperatur, trotzdem Feuer. Priorisiere löschen. Man, nein. Wo bist du eigentlich, Geister? Komm mal her. Oh, da kommt die Queen. Wer von euch hatte den Molotow? Komm mal hier hin. Hier hin. Und weg. Ich hoffe, dass das Feuer reicht. So, ihr könnt erstmal andere Sachen machen. Und die rennen hier alle raus. Was machst du? Flüchtet. Flüchtet vor Feuer? Haben wir nochmal Molotovs? Ich glaube. Man, wo bist du? Da. Wir hatten noch zwei Molotovs gemacht, oder? Flash Grenade, was. Flash Grenade, Temporary Stuns, Organic Enemies. Nee, wir wollen keinen Stun, wir wollen Feuer. Nein. Random. Amount of Time. Ich sehe keine Molotovs. Ich sehe Smoke, EMP.
beschwören, ich hätte noch mal Molotows gemacht. Dass ich zwei Molotows gemacht habe. Oh. Muss ich mich wohl irren? Muss ich mich wohl irren? Ich meine, ich kann ja einfach noch mal welche machen, nicht? Machst du gut? Ja, du alles gut. Handwerk, gut. Okay, das dauert noch ein bisschen, bis du wieder Feuer machen kannst. Besser, komm mal her. Geh hier hin. Lösche Feuer. Also bisher greifen sie ja zum Glück nicht die Wände hier an. Die Wände, die sie hier gerade angreifen. Eigentlich möchte ich nicht, dass du das machst, wenn du schwanger bist, aber naja. Du bist... Bin ich eigentlich, warte, Inventar. Molotow. Öffne du dich mal, Klatsch. Oh ja. Hol dir die Queen. Erstmal kurz. Danke. Oh, die Queen brennt. Die Queen brennt. Geh hier hin. Und wirf Molotow. Kampf. Ja, was sind mit euch Vögeln? Ach, der eine ist draußen. Warte mal kurz. Jetzt wird sich da angeschrien, weil einer draußen ist und einer nicht. Alle wollen, dass der andere zu einem kommt. Wo ist das Tor? Mein Vogel ist. Vogel? Ganz kurz bin ich weg. So, Vogel haben sich beruhigt, weil der eine jetzt wieder da ist und sie sich jetzt freuen. Trennung. Hast du gerade die Wand an? Gut, ja. Reparieren Wand aus Granit, bitte. Gegenheilen. Ich hätte gerne, dass du irgendwie... Kann ich einen Flammenwerfer bauen, gell? Gibt doch Flammenwerfer. Oder nicht? Anscheinend nicht. Ja doch. Da, Brandbolzenwerfer, genau. Vielleicht andere Möglichkeit, jetzt wo die alle hier sind. Alle sammeln, warten bis die Queen kommt. Wo sind die anderen? Die anderen... Okay, der hier ist relativ nah. Die Wand bricht. So wenig... Ich hab kein Granit auf dem Lager. Gut, alles hier oben verbraucht nicht, ja. Hier hin. Mit Molotow.
Geister, Weitsprung hier hin bitte. Frage Geister. Löschen Feuer. Blutung stellen. Und rette den. Danke. Ich meine, der Feuerraum funktioniert einigermaßen, selbst mit Tür zu. Wenn die verbrennen, wäre das doch ein absoluter Win, oder? Mir gut ist ein Nahkampf, 5. Man, bewaffne du dich mit dem Molotovs. Wieder durch die Flammen, wirklich? Wollt ihr nicht mal in Flammen sein, Feuer und Flamme sein? Nein? Ihr wollt hier weiter kämpfen? Welche Wand greifst du denn an? Greifst du die an? Stahl? Was greifst du an? Ach, die Stromleitung. Meine arme Stromleitung. Okay, sie brennen wieder. Sehr viele flambierbare Insekten. Und sie rennen. Frag mich, ob die. Also, der hier stirbt doch, oder? Die hier sind halt. Sie überleben das wahrscheinlich. Große Wahrscheinlichkeit, dass sie es überleben. Mal schauen, bist du noch feuerimmun? Ja, Feuerresistenz. Hast halt dafür schwache Immunität und langsame Wundheilung. Ja, das hast du. Der setzt sich wieder selbst in Flammen. Mit sie. Hast du Stromleitung an? Nee, du greifst die Wand an. Ist wie viel Feuer die abbekommen hat und hat immer noch die Hälfte der Gesundheit. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Ja, repariere die Stromleitung bitte. Könnt ihr davon was aufnehmen? Dass sie hier hin platzieren, warten bis sie kommt und es in die Luft jagen. Vielleicht verlieren wir da jemanden. Aber wir können die Queen mitreißen. Vielleicht kommt auch. Die Funkanlage ist doch an, gell? Kann sie nicht einladen. So, vielleicht kann ich sie irgendwie beleidigen. Und dann kommen sie. Irgendwen rufen, zerrütteltes Reich. Nein. Okay. Was greifst du denn gerade an, wenn ich fragen darf? Wand aus Granit, die hier. Die Wand aus Granit. Sind alle relativ down. Da noch ewig, bis du wieder vorher spucken kannst. Klatsch, komm mal hier hin. Und bist du eigentlich die ganze Zeit umstirbt? Aha.
Hat die Schmerzen nur angenehme chemisches Verhungern. Ah, wegen chemisches Verhungern nicht. Platsch, komm her. Was machst du? Wandert umher. Also verboten. Platsch, mach weiter, was du machst. Oh, was machst du hier draußen? Regeneriert die? Du regenerierst doch nicht, oder? Vor allem mit dem ganzen Blutung? Muss ich schauen. Haben die Wand schon angefressen? Nicht, dass ich sehe, to be honest. Wir kommen wieder. Und sie gehen wieder. Nicht sehen, was du hast. So schnelle Heilung wahrscheinlich, nicht? Die blutet aus in 20 Stunden. Wir schaffen es, Vögelchen, ja. The Queen is dead. Das könnte ein großer Sieg sein. Blutet aus. Wie sieht es bei dir aus? Oh, du könntest auch ausbluten. Die hier könnten natürlich noch ein Problem werden. Kommt da gerade eine Angriffswelle? Ja, kommt eine Angriffswelle. Spielschach. Wer von euch main? Oh, die legen sich dann nur schlafen und gehen wieder. Gigalokus. Also ich meine, du wirst es nicht schaffen, hier hinzukommen und nein. Nein, das wird nichts. Was ist eigentlich mit dir? Ich Gefängnis oder auch konstruieren. Bekehren. Ich will dich wahrscheinlich haben, nicht? Arkleid. Ja, irgend. Ja, ich wollte dich rekrutieren, bestimmt. Habt ihr auch noch nicht die Wand anfressen sehen? Vielleicht, weil sie aus so einem Schiff kommen, verhalten sie sich nicht wie normale Insekten. Aber natürlich hier manchmal. Geh hier hin. Oder auch nicht. Greifen die Wand an und gehen wieder. Aber ich glaube, der größte Feind hier stirbt und du wahrscheinlich auch. Ja, also es blutet noch. Die werden alle sterben. Der könnte sterben, der wird wahrscheinlich sterben. Wundinfektion, das heißt, der geht, glaube ich, drauf an der Wundinfektion. Und da sind noch die Biber. Die hatte ich schon wieder vergessen. Was wollt ihr denn jetzt essen? Riesenkaktus. Hier kein Riesenkaktus. Ah, doch. Okay. Wenn ihr habt jetzt hier alles gegessen, wir können auch wieder gehen. Da muss ich mich später nicht um euch kümmern, wenn ich mich hier wieder. Wenn ich die Insekten los bin. Bisher sind die Insekten aber ein riesiges Schutzschild. Einzige Problem ist natürlich, ich kann nicht wirklich was rufen. Und die Artillerie steht noch. Ich habe die Artillerie nicht gebaut. Just saying.
Also rein theoretisch. Guck mal, die gehört ja nicht mal mir. Aber würde das in Besitz nehmen, schon dazu zählen, dass ich es, weil es dann mir gehört hat. Mir gehört. Was willst du? Nicht. Du. Scheiße, du hast kein Schwert. Hast du dein Schwert hier verloren? Der hat sein Schwert verloren. Ist wahrscheinlich verbrannt, nicht? Wahrscheinlich. Gut, dann müssen wir hier ein Langschwert herstellen. Heißer, geh hier hin. Schließ mal die Tür. Schließ mal die Tür. Komm hier hin. Bitte. Okay, Tür geht zu. Nein, Kreister. Das ist eine schlecht. Er rennt vom Feuer weg ins Feuer. Du willst mich doch verarschen. Das ist die falsche Richtung, um vom Feuer weg zu rennen. Ins Feuer rein. Nein. Ja, wenigstens ist Kaiser wieder in der richtigen Umgebung. Brauche hier mal Unterstützung. Ratsch, komm. Siehst du da drauf? Warum rennst du jetzt? Geh hier hin. Nein. Geh hier hin. Ja gut, ihr hier rein. Werf Molotow mal hier rein. Sind die tot? Ah ne, hier ist noch einer. Geh hier hin. Nein, du. Lösche Feuer. Lösche das Feuer. Hattest du hohe? Du hattest hohe Medizin. Handeln. Handeln. Geh hier hin. Oh ne, der kommt zurück. Gut, dann musst du das wohl machen. Bitte den mal. Wie lang? 15 Stunden. Stunden, nur 16 Stunden. Ja, okay. Okay. Ja, rette ihn bitte. Die Insekten wiederkommen. Warum haben wir keinen Strom?
Sonneneruption. Hattest du nicht auch Medizin? Ja, hattest du. Okay, du machst das auch. Kaiser, wie lange hast du? Ein paar Stunden. Gut, Kaiser wird behandelt. Oh, ein Überfall. Viel Spaß damit. Ah, Landungskapseln. Ihr musstet die losmachen, nicht? Warum steht da was mit Handeln? Warum sind da solche Heilungssymbole? Flüchtet. So viel zu dem Überfall, nicht? Hat nur die Insekten wieder losgetreten. Schweine. Ja, Vogel. Du breitest dich hoffentlich nicht auf das Stahl aus. Weil aus irgendeinem Grund kann Stahl ja brennen. Vollständig geheilt, das höre ich doch gern. Wir fliehen, nehmt die einfach mit euch. Ich hoffe, ihr verfolgt die einfach von der Map weg. Was wahrscheinlich nicht passieren wird, aber man darf ja noch hoffen. Bei jedem Angriff verliere ich mehr von der Wand. Ja, das hier muss repariert werden. Das brennt da noch nicht. Mach mal das Turret. Man, was hast du vor? Lösch Feuer. Okay. Weg. Na. Hol das, Man. Der kann ja nicht kämpfen. Weg. Platsch weg. Heilischen Man. Alter. Löschen. Hier, Feuer löschen und weg. Weg. Danke. Oh nein. Wo bist du? Hier, du hast eine Waffe. Komm, bevor die hier noch mehr anreichen. Ja, Vogel, wartet. Ja, Vogel. Ja, sie sind süß, aber laut. Laut und süß. Oh, du Kind. Nein, du verweigerst das. Feuer löschen, schnell. Nein, vorbei. Gut. Wandelkeister, weißt du was? Benutze mal hier die Waffe exzellent. Während wir noch die andere machen. Wie lange ist denn diese Sonneneruption schon? 7 Stunden. Geh hier hin. Töte. Ja, du behandelst dich selbst. Wie sieht es bei dir aus? Du wirst behandelt. Sie tot? Sie ist tot. Wie sieht es bei dir aus? 4 Stunden. 4 Stunden und sie ist tot. Gut,
Ich kümmere mich jetzt aber um die Vögel und beende die heutige Folge. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ihr Spaß hattet, lasst ein Like und ein Kommentar. Da. Auch wenn die Vögel heute mal ein bisschen laut waren. Vor allem an ein paar wichtigen Stellen. Naja. Dann hört sich beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.